Es ist uns dann doch noch gelungen, den ehemaligen Bundestrainer Petr Ivanescu vor die Kamera zu bekommen. Und wir hoffen, hier noch ein klares und klärendes Statement zu bekommen. Herr Ivanescu, Ihre beiden jüngsten Talente verabschieden sich jetzt hier aus Rheinhausen. Was möchten Sie den beiden jungen Männern noch mitgeben auf dem Weg nach Lemgo? Erstmal, Bundestrainer höre ich nicht gerne. Zweitens, ich wünsche den beiden Jungs viel Erfolg und viel Glück auch dabei. Mehr Disziplin, besonders spreche ich jetzt mit Stefan, Daniel. Wenn er das macht, was er mit mir gemacht hat, hier in der Halle in Bundesliga spielt und nicht mehr reinkommen will, dann kriegt er von Lajos eine voll in die Schnauze. Was ich nicht geschafft habe, weil er zu schnell nach Lemgo gegangen ist. Sonst, ich glaube, wir bleiben weiterhin sehr gute Freunde und ich werde mich freuen, wenn wir uns gelegentlich treffen. Viel Glück nochmal. Tschüss, tschüss. Wenn die Kamera läuft, ich gleich mache ein super Gesicht, ja. Können wir? Ich möchte nicht viel machen, Arbeit mit Presse. Das ist sicher nicht wichtig, weil wir haben mit Daniel Stefan einen super Spieler gehabt bei uns, aber wir... Sascha, ich mache gerade Pressekonferenz, bitte. Kannst du warten? Entschuldigung, läuft Kamera. Ivanescu, was soll das? Was soll das? Wolfgang, können wir warten? Ich möchte was sagen zu Wolfgang. Wolfgang, können wir hier machen? Kannst du nehmen, Sascha? Ja, ich hatte vorhin schon... Wolfgang, bitte, soll ich das selber machen? Was soll das? Also ich hatte eine... Können wir machen eine Pause? Aber ich will nicht sprechen von mir. Weil ich bin ein alter Mann und ich habe alles erreicht. Ich brauche das nicht. Ich möchte sprechen zu diesen jungen Freunden. Danny, du bist ein super Spieler und ich glaube, du gehst deinen Weg. Du hast gespielt bei Vorbereitung in Paris, hast gemacht viel Kacke, weil ich habe gehofft, du spielst bei uns in der ganzen Saison 5 Minuten so, wie du dort hast gespielt, eine Halbzeit. Ich habe dich noch nie gesehen, so stark mit Stoßen und Passen. Aber du machst vielleicht in Lemgo, kannst du besser spielen. Ich hoffe, viel Gesundheit für dich. Und alles Gute. Achim Schulmann, du bist ein super Komiker. Ich hoffe, du lernst auch irgendwann fangen diesen Ball, weil wir brauchen Tore. Bitte, mach was. Tschüss, tschüss, Kusschen, Kusschen.